geht's heute mit Drive Club und jetzt geht's heute hier mit Oliver's Landing heißt die Strecke. Ja, Hot Lap Oliver's Landing. Okay, 1, 17, 20 und 24. Und deswegen nehme ich den Lotus. So, auf geht's. Kann ein bisschen jetzt konzentrieren. Bei 17 ist das große Ziel und haben wir die zweitbeste Zeit. Wenn wir ein Auto folgt. So, Aufgabe erledigt. Das war jetzt nicht ganz die schnellste Zeit, aber nun ja. So, 1,18,0, 1, irgendwas Sekunden Rückstand. Aber ist nicht schlimm. Weiter geht's. Heute gibt's insgesamt drei Dinger. Das ist klar. So. Weiter geht's heute mit dem hier. Sognefjord Drift. Oh nein, bitte nicht. Ich nehme sie jetzt nur als Standardvariante. So. Na dann. Ja, ich bin doch. Ich bin doch besser zurück. Ja, die 2600, die haben wir. Aber die ist nicht. Okay. Andere hieß jetzt erstmal unwichtig. Auch wenn es nur das Minimum wäre. So, gut. Nächste Rennen.
Der letzte Teil, der uns jetzt heute ansteht, ist dieses hier. Nach Chile geht es jetzt auf jeden Fall. Und hier ist auch wieder eine schnelle Rundenzeit gefragt. Und jetzt nehmen wir den Audi TT. Diesmal nehmen wir auch den Audi TT. Wie war die Bestzeit heute, Martin, wieder zum Abschluss hin? Gerade. Ich muss auch das Fett, was ich kriege. Wir haben sogar perfekt geschafft. Wir haben wirklich auf den letzten, ich glaube, in den letzten zwei Kurven haben wir wirklich nochmal die Bestzeit reingehauen. Ja, eine halbe Sekunde waren es am Ende. Juhu! Doch nochmal ein erfolgreicher Abschluss doch hingekriegt. Hier, China! So. Sehr geil! Cool gemacht, sehr cool. Gut,
Zum Abschluss gibt es hier nochmal die Italian Performance Cup oder den Italian Performance Cup und dann, ja, passt es.